Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal ein bisschen Ordnung machen. Und zwar habe ich ja jetzt meine neuen Stanzteile bekommen. Und habe die jetzt einfach nur mal so fürs letzte Video aufgetan. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Wir wollen das ja nochmal hübsch wegpacken. Darum werden wir uns kümmern. Und ich habe mir noch einen von meinen alten Sets rausgesucht aus dem Schrank. Was absolut chaosmäßig ist und was ich auch ganz schlimm finde, erstens, ihr seht's, es ist alles durcheinander. Hinten hatte ich schon gedacht, ach gut, dann die Umrandung habe ich schon mal so ein paar da reingetan. Ja, aber es bringt mir auch nichts, wenn ich nicht weiß, wie der Spruch aussieht. Deswegen werden wir uns heute so ein bisschen um mein Ordnungssystem kümmern. Ich hatte mir Magnetplatten bestellt und habe ja zur Aufbewahrung diese Folien. Und grün ist bei mir immer, ja, sowas wie Rahmen, Stanzen, Wörter, Buchstaben, wie heißt das? Etiketten. Sowas ist bei mir immer grün. Und deswegen habe ich hier das, ich glaube, das ist das Kopierpapier. Das ist das Kopierpapier von Action. Dafür eignet sich das super. Als ich ganz, 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 ganz früher mal angefangen habe mit dem Basteln, wusste ich gar nicht, wie dünn so ein Actionpapier oder wie dünn Kopierpapier und was es da alles gab. Und ich fand das so toll und schön bunt und konnte leider nicht damit basteln, weil es hier einfach nur rumfleddert. Ja, aber jetzt weiß ich, wofür man das benutzen kann. Für die Ordnung. So, meine Magnetfolie, die schneide ich mir einmal zurecht in 17,5. Und dann mit 13,5, dann passt das bei mir hier in diese Schablone rein. So, das auch gleich. Und dann haben wir nämlich schon für die Kaffeetassen alles fertig. Das schmeiße ich noch nicht weg, weil manchmal ist es ja so, dass man doch noch mal was gebrauchen kann. Und wenn es nur für kleine Teile ist, ja, da das ja hier auch so rumfleddert und so dünn ist, habe ich mir ja überlegt, meine Restekiste muss ja auch leer. Und jetzt bin ich gar nicht vorbereitet. Ich habe hier neben mir einen Restekarton stehen. Unter anderem mit ganz viel Papier hier zum Beispiel. Das werde ich mir zur Stabilisation hier einmal hinter die Magnetplatten kleben. Da werde ich einfach mal mein ganzes Papier, was hier so rumfliegt, benutzen. Ich suche mir jetzt noch mal hier was raus. Hier ist was Grünes, Braunes. Genau, und jetzt werde ich das so machen, dass ich erstmal das Papier im Hintergrund nochmal auf die gleiche Maße zurechtschneide. Dann lege ich das erstmal hier kurz zur Seite. Das stecke ich mal hier hin. Das spiegelt sonst so soll für euch. So, und da hatte ich ja die Maße jetzt eben 13,5. Also mache ich vielleicht 13,4. Achso, 17 passt bei dem nicht. Das ist ja wieder klar. Ach ja, kennt ihr das? Aber es ist ja nicht so, dass wir hier nichts haben, ne? So, das hatte ich jetzt mit der richtigen Maße, mit 13, so rum. Ja, das war 13,4 und dann hatten wir hier gesagt 17,5. Passt sogar optimal. Ja, das werde ich hier gleich nämlich hinterkleben. So, und hier nämlich genauso. Mal gucken, ob es reicht. Ja, reicht. 13,5 kommen wir hin. Und schon habe ich nämlich auch ein bisschen weniger Restepapier. Das kommt wieder in die Restekiste. Kann man bestimmt noch mal irgendwas anderes mitmachen. Achso, und ich brauche noch einen dritten für diese Teile. Das mache ich noch mal eben.
So, das Papier habe ich jetzt zurechtgeschnitten und jetzt klebe ich einfach nur mit, wo ist es? Da. Doppelseitigen Klebeband das hier einfach fest. Und so hat man das nachher ein bisschen stabiler in der Wegsortierung, weil das hier ist echt labberig und naja gut. Ihr seht nachher wahrscheinlich auch den Unterschied oder ihr habt wahrscheinlich schon eure Sortierung so und echt top. Siehst du, auch aufgebraucht. So, ich klebe das jetzt hier einfach rauf. Das mache ich schon mal bei allen dreien. So, ich habe mir jetzt die Magnetplatten stabilisiert. Das obere sind die beiden neuen. Die sind irgendwie matt. Und die andere ist, keine Ahnung, glänzend. Und die war selbstklebend. Da habe ich mich mal verkauft. Die lege ich erstmal zur Seite. Da kommen nachher diese ganzen kleinen Teile rauf. Ich lege das mal rum. So, und nun habe ich ja hier diese Blu-ray-DVD-Folien oder was auch immer das ist, da kommt das hier nachher rein. Und hier kommen dann einfach die Stanzteile rauf. Am liebsten wäre es mir ja, wenn alle auf eingehen, aber ich glaube von der Größe, weil die so groß sind, funktioniert es nicht so ganz. So platzsparmäßig und so, ne? Ich glaube, das ist eher schwierig, weil man kann sie auch nicht aufeinanderlegen, weil dann weiß man ja auch wieder nachher nicht, was man da so macht. Aber das ist nicht so schlimm. Das kommt hier rein. Das kommt dann auf die andere Platte. So, das kann schon rein. Und was ich natürlich jetzt angefangen habe, ihr seht schon, dass ich hier die Stanzteile habe. Die werde ich mir als Muster, das sind jetzt die geschlossenen Teile, die werde ich mir hier hinten raufkleben. Und bei dem ist das so, dass das hier diese gestitchten Rahmen, dass man da halt Schüttelelemente draus machen kann. Und ja, das werde ich mir jetzt hier hinten eben einmal mit Flüssigkleber aufkleben, dass man halt immer mal ein Muster hat. Manchmal ist das ja so, dass man wirklich sagt, man sieht die Stanze und weiß aber gar nicht, wie es aussieht, wenn sie ausgestempelt ist. Weil so geht mir das nämlich mit diesen Schriftzügen. Ja, deswegen werde ich das gleich nochmal machen. Ich werde die Schriftzüge gleich einfach nochmal ausstanzen. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und das beklebe ich eben. Und das ist ja schon fest. Das kommt dann einfach hier hinten rein. Nee, anders, warte mal, so. Dann habe ich hier das Muster. So. Und dann kann ich nämlich die Lasche auch umknicken und hier reinstecken. Ich habe das sonst immer nicht gemacht, werde ich in Zukunft aber machen. Idee ist toll. Nun habe ich jetzt hier so ein Musterexemplar und weiß auch genau, wie es aussieht, wenn es ausgestanzt ist. Das werde ich jetzt hier nochmal machen und dann kümmern wir uns nochmal um die Schriftzüge und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ein bisschen Zeit ist vergangen, deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob ich euch das gezeigt habe. Also die habe ich jetzt fertig und deswegen ist auch so viel Zeit vergangen. Hier hatte ich das hier hinten raufgeklebt und das ist jetzt auch stabil. Da werden die Stanzteile nicht mehr durch die Gegend fliegen. So, und das Tolle daran ist, ich habe sie ja jetzt nun einmal ausgestanzt. Mit der habe ich schon ganz oft gearbeitet. Ich glaube, mit die hatte ich auch schon mal und die auch. Aber die anderen habe ich, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Und deswegen weiß ich auch nicht oder wusste ich auch nicht, wie es aussieht, wenn es ausgestanzt ist und übereinander geklebt. Und was soll ich sagen, es sieht richtig gut aus. Ja, ich werde mir das jetzt hier auch nochmal eben aufkleben. Und zwar so, dass alles raufpasst und so, dass man das auch lesen kann. Also, da muss man vielleicht so ein bisschen puzzeln. So, und ich glaube, wenn man dann nämlich
das alles durchblättert und man hat so ein, ja, man sieht, wie es halt aussieht, wenn es ausgestanzt ist. Ja, dann hat man vielleicht auch noch ein paar mehr Ideen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ach, ihr wisst das. Ja, und was das Gute ist, ihr seht ja hier, oh, ich weiß gar nicht in der Kamera, Entschuldigung. Ich habe hier so viel Restpapier jetzt eben auch noch verbraucht. Also es ist echt klasse, mal sein Bastelzimmer aufzuräumen. Also ich werde das jetzt ja immer peu à peu versuchen, nebenbei zu erledigen, wenn ich mal wieder was benutze, was ja sehr bearbeitungswürdig aussieht von meinen Standsteilen. Um dann halt ein bisschen Ordnung reinzutun und natürlich auch, um auszumisten. Ne? Ich meine, man benutzt ja nicht gerade unbedingt alles, was man so da hat an Standsteilen. Und das ist dann auch eine gute Gelegenheit, um zu sagen, jo, benutze ich gar nicht mehr, kann weg. Um halt ein bisschen Ordnung zu schaffen. So, also ich weiß ja nicht. Ihr hattet jetzt ja nicht so viel Arbeit wie ich, aber ich hatte Arbeit. Aber nichtsdestotrotz sieht es doch total toll aus. Und wenn ich dann, Sekunde, hier zum Beispiel meine Kiste hole. Eins hatte ich schon mal mit euch gemacht. Ich habe noch ein bisschen mehr Arbeit vor mir. Genau, dieses hatte ich schon mal mit euch gemacht. Und hier habe ich es nämlich auch vorbereitet. Und so kann man das dann nachher auch wirklich durchblättern. Den Tipp habe ich von ganz vielen Bastelmädels von euch bekommen. Ja, und ich kann das nur weitergeben. Ich glaube, das ist auch ein richtig gutes System, sich die Teile einmal auszustanzen. Und ihr seht, ich habe hier ist es, glaube ich, auch noch gerissen. Und ja, also hier kommt noch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass euch diese Idee gefallen hat, dass man das so mit diesen Standsteilen machen kann. Und ja, ihr bringt jetzt auch ein bisschen Ordnung in euer Zimmer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ihr Lieben, macht's gut und bis bald.